Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Und ich bin oben auf dem Berg, habe mir ein bisschen was zusammen in Kessel geschmissen. Wir haben einmal den Dämonenspeer gemacht. Und ich habe noch so ein paar Sachen verkauft und den Amorbogen noch gemacht. Den werden wir später verbrauchen für Angelo. Den müssen wir mit dem Zironbogen und dem Langbogen herstellen. Das kommt aber alles später. Und warum hat er eigentlich so 14? Nein, ach ja, den hatte ich ja das dazu gepackt. Ah, die ist ausgerüstet, genau. Die Höllensense, die kann ich mal wegpacken. Die brauche ich nicht mehr hier. Weil ich habe mir ein bisschen mit dem Rezept ein bisschen wieder angefreundet, sag ich mal so. Und mir das alles angeguckt. Ja, wir sind wieder verflucht, ich weiß. Das geht auch irgendwie weg mit heiliger Asche oder so, aber das wollte ich jetzt nicht ausprobieren. Wir probieren einfach mal den Kampf. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich einen Safe State, dann versuche ich nochmal weiter ein bisschen zu machen. Aber das habe ich jetzt total vergessen. Alles wegzubacken. So. Dann versuchen wir mal. Moment. Noch nicht ganz. Ich glaube, das Ding kommt gerade nicht ins Bild. Schon gewundert, das machen wir mal auf 7. Oh. So, nicht schließen, sondern kämpfen, mein Freund. So, beim letzten Mal war es natürlich. Ich weiß nicht, ob wir es knapp geschafft haben, weil es gibt keine Lebensanzeige. Aber auf jeden Fall eine bessere Taktik herausbekommen. Und zwar können wir mit jedem Zauber, den wir haben. Wir haben ja. Ist das Zack? Ja, genau. Und hier konzentrieren wir uns einfach nur auf ihn immer. Jessica kann normalerweise immer wieder Kabum raushauen. Und hier ziehe ich einfach Braus einfach mitten rein. Das sollte funktionieren. Also, die machen ziemlich viel Schaden, diese Angriffe. Und Kabum und Zack treffen alle beide noch drumherum. Und sobald die erstes Mal weg sind, die beiden Gegner, werde ich das Monster-Team rufen. Oh, er darf jetzt zweimal angreifen, das war's ja. Um halt den konzentrierten Angriff auf ihn zu richten. Damit die weg sind. Okay, er ist schon mal. Ne, noch nicht weg. Das aber geht eigentlich relativ schnell. Flash macht natürlich jetzt ein bisschen mehr Angriff. Mit allem. Das ist eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Alles in seine. Fangen wir einfach Gemon wieder an. Zack. Nein, ich bin ein Idiot. Ich habe keine Multiheilung eingesetzt. Okay, sie sind tot. Ich kann die nicht. Oh mein Gott. Wie dumm. Das mal nochmal so machen. Probieren wir es einfach weiter. Vielleicht kriegen wir es hin. Und zur Not kann ich laden. Das ist nicht das Problem. Die muss definitiv heilen. Schick mal Monster-Team ins Kampf. Die hauen jetzt konzentriert auf den wirklich vollkommen drauf. Also das ist extrem für 3 Runden. So, wenn er Verzweiflungsschlag macht. Die überleben das, die haben ja ziemlich hohen Lebenspunkte. Und da macht Talos, ja, diese 35, da machen denen eigentlich vollkommen nichts aus. Oh, wenn er sich jetzt 2 Runden konnte. Jawohl, er müsste jetzt am besten angreifen. Wird es hoffentlich ein geiler Angriff. Flammen sind okay. Ja. Schon okay. Jawoll. Verzweiflung, bitte treffen. Ja, nice. Okay.
Jetzt hauen wir die drei Weisen noch rein. Die werden ja auch noch ausgetauscht. Das ist ja nicht das ultimative zweite Team. Aber man sieht, die machen nicht viel Schaden. Oh, Verzweiflungsschlag heftig. Ah, in der Mitte könnte sterben. Könnte aber nur. Ah, der müsste sie Power machen. Laser. Man sieht, die machen nicht den größten Schaden an ihn. Aber wenigstens mehr als wir und das ist schon okay. Oder halt im Allgemeinen mehr als wir, wenn wir uns auf den konzentrieren würden. Ja, ich glaube einmal. Okay, das passt ganz genau. Jetzt können wir wieder. Zack. Nicht Heilung. Da machen wir nochmal die Sichel in der Mitte. Nee, da hatten wir. Kaboom! Zauber. Nehmen wir die Multiheilung. Und das sollte jetzt eigentlich hoffentlich funktionieren, da die beiden Flächenangriffe auf alle sind. Bitte nicht. Oh mein Gott! Ich glaube, das war die Heilung in letzter Not. Kann ich gleich nochmal einsetzen. Analysiert die Sage. Die brauchen nicht mehr analysieren. Und natürlich nichts mehr für Monster-Team, aber dafür haben wir den Zack wieder raus. Auf eine Mitte. Kabumm. Multiheilung. Und ich will hoffen, dass es so klappt mit der Taktik. Ja, Mega-Schwächung ist nicht betroffen. Shit. Die beiden sind schon wieder besiegt. Alter Schwede. Ja, dieser Griff, der ist schon extrem. Ich hab doch sogar Schmor, genau. Jetzt sind sie wieder. Ich will mal. Warte mal. Oder Clear. Ich nehme Clear. Und Multiheilung. Oh, mein Gott. Gar nicht betroffen. Natürlich geil. Dann kommt er denn jetzt mit solchen Angriffen? Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht so. Da hat er viel dieses Feuer gemacht. Was uns ja eigentlich wenig gejuckt hat. Schmor. Wiedergeburt. 15. 15 MP-Punkte ist natürlich heftig. 92 Schmor. Schade, dass es nicht so ein Ding gibt, wo man wirklich mehrere. Oder das. Alter, kannst du da bitte mit aufhören? Ist doch nicht wahr. Schmor. Ah ne, da muss ich wieder Zack machen. Fähigkeit Windsichel. Kaboom. Multiheilung. Ja, das ist ein Versuch jetzt gerade wert. Alles so zu spielen. Ich wie gesagt nicht weiß, wie viel der aushält. Und insgesamt wie viel der hat. Ja, Multiheilung kann ich nochmal hinterher schieben. Oder eine reine Vollheilung. Nein, Multiheilung ist sicherer. Ja, die kriegen eigentlich schon ganz guten Schaden dadurch. Der ist besiegt. Was? Ey, die Taktik hat funktioniert. Ich glaube es nicht. Ich glaub's nicht. Geil. Freue mich gerade tierisch. Machen wir den. Den. Da haben wir noch Zauber Multiheilung. Das hat in den letzten Schritt nochmal alle heilen können. Ach geil, wir kommen weiter ins Spiel. Wow. Talentsam. Ja, den behalten wir.
Frage. Jetzt ist wieder die Farbe da, oder? Nee. Okay. Still, I am just a soul. I have no form. Let me try. I can help you. It is true. If my child can please grant my son. Thank you. I get into a form that you can. Jetzt kann ich mich in einen Vogel verwandeln. Göttervogelstein steckt in dem Beutel. Natürlich geil. Auf und wieder nach unten. Das ist natürlich geil, dass wir das geschafft haben. Das ist richtig geil. Ich hatte auch lange nicht mehr eine Folge rausgehauen, weil ich halt immer überlegt habe, was ich mache. Ich habe auch ein bisschen gekauft, ein bisschen gelevelt, Kleinfarben. Um halt alles verzaubern. Das hat 2-3 Stunden gedauert. Aber ich hatte die Zeit für mich nicht, sag ich mal so. Geil. Jetzt machen wir erstmal eine Teleportation unten hin. MPChu. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Das verfluchte Ding. Ich öffne mal kurz eben das Internet sah. Okay, es geht neben mir auf, das ist super. Aber wenn ich jetzt hier den Rezeptliste nachgucke, und mal bei dem Hadeshelm, es gibt ja Helme. Schauen wir mal eben. Rüstung, Schilde, Helme. So, der Hadeshelm und Heiligasch, das ist der Mythrilhelm dann. Kuhflan und frische Milch Bullenhelm. Aber den kann ich auch nicht weitermachen. Ah, ist die Frage. Boah. Ach, den Goldklumpen, den habe ich verkauft, ich Idiot. Egal. Den brauche ich nicht unbedingt. Was ich machen kann, ist, verfluchten Gegenstand oder so. Segen. Dass jetzt nicht den. Wenn das jetzt passiert, dass der Helm weg ist, dann habe ich natürlich eine. Ja, den Helm hat er ausgezogen, okay. Das heißt, habe ich jetzt irgendwas im Alchemiekessel? Nein. Das würde für mich bedeuten. Ich nehme den. Die heilige Asche und nimm den Hadeshelm und pack den da rein. Es fehlt mir natürlich ein Helm. Ist nicht so schlimm. Wir haben eigentlich noch ein paar Helme da. Normalerweise könnte ich eigentlich. Warte, was ist das verschicken? Das ist der Zauberhut. Warte mal, Transfer. Den kann ich nicht ausrüsten. Okay. Habe ich denn noch irgendwelche Helme? Zur Not Transfer. Nee. Talentsam. Achso, die kann ich jetzt transferieren auf Flash. Dann hat er alles da oben. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich noch. Kann ich den hier transferieren auf ihn? Auch nicht. Ausnahmsweise habe ich wenigstens noch einen Helm. So. Ausrüsten. Transferieren. Lassen wir mal da. Und transferieren. Tauschen wir nur. So.
So. Dann will ich mal kurz speichern. Was mir ziemlich lieb wäre. Zack. Ich mache mal kurz das Aufnahmefenster. So. Ja. Speichern. Speichern. So. Da gehen wir wieder. Ah, fangen von oben an. An Level sind wir nicht gestiegen. Das kann aber auch nicht mehr viel sein. Was jetzt an Level noch übrig ist. Ja, gut.